willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind, hier im Studio in Berlin-Adlershof. Die Bundeskanzlerin hat heute zum Adventskrisengipfel ins Kanzleramt geladen. Die Themen dort wenig besinnlich. Die düsteren Arbeitsplatzprognosen für 2009 und die Frage, wie sich Deutschland dem doch noch entgegenstemmen könnte. Und weil Weihnachten das Fest der Liebe ist, will man natürlich auch etwas geben. Deshalb sollen Lehren gezogen werden aus dem, was der entfesselte Kapitalismus im Jahr 2008 angerichtet hat. Und genau das wollen wir jetzt auch tun, und zwar öffentlich. Unsere Gäste. Eben noch ins Krisengespräch im Kanzleramt vertieft, ist er jetzt schon bei uns. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen dem Bundesarbeitsminister Olaf Scholz. Er weiß schon jetzt, was in Deutschland in den kommenden zwei Jahren auf dem Spiel steht. Nämlich, so prognostiziert er, 1 Million Arbeitsplätze. Der Chef des IFO-Instituts ist bei uns, Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen. 2009 muss besser werden, damit der entfesselte Kapitalismus durch einen neuen Weg überwunden wird. Wir begrüßen den CDU-Politiker Klaus Töpfer. Herzlich willkommen. Von wegen Entfesselung. Der Kapitalismus zeige jederzeit sein, wie sie sagt, brutales Gesicht. Die seit jeher überzeugte Antikapitalistin Jutta Ditfurth. Und der Kapitalismus gehört mit Sicherheit nicht zu den Verlierern. 2008 entgegnet er ihr da der Unternehmer und überzeugte Marktwirtschaftler Martin Kannegießer. Herr Scholz, da Sie dabei waren und wir alle nicht, was hat die Runde beschlossen im Kanzleramt? Die Runde ist gar nicht zusammengekommen, um Beschlüsse zu fassen, sondern um ein Gespräch zu führen über die Situation. Ich will gerne sagen, es gibt ja viele Gespräche, an denen man teilnimmt, wo man sich hinterher fragt, was das Ganze sollte. Dies war keins davon. Es war sehr ernsthaft. Es haben alle wenig polemisch zur Sache gesprochen, informiert über die Erfahrungen, die sie in ihrer jeweiligen Branche haben. Und ich glaube, dass man schon das Gefühl mitnehmen kann, dass alle zusammenhalten wollen. Die Gewerkschaften, die Arbeitgeber, die Industrie, die Banken, der Staat. Und wenn das die Methode ist, mit der wir uns den Problemen in der nächsten Zeit zuwenden, dann glaube ich, sind wir politisch gut vorbereitet. Aber ehrlich gesagt, war das der Satz, den Sie schon vorher gesagt hatten? Sie hatten gesagt, Sie erhoffen sich, dass alle zusammenhalten. Jetzt kommen Sie raus, finden, das Treffen hat sich gelohnt und sagen wieder, die halten alle zusammen? Das ist ja nun nicht so was Selbstverständliches, wenn wir uns die aufgeregten Meldungen gerade auch der letzten Zeit angucken. Und ich glaube, dass wir auch einen Anlass dazu haben. Deutschland ist ja ziemlich gut vorbereitet auf die jetzige wirtschaftliche Situation. Das ist ja so ein bisschen das Merkwürdige. Wir haben einerseits die Meldung, dass die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland so gering ist wie seit 16 Jahren nicht mehr. Und gleichzeitig, wenn wir in die Zukunft schauen, das mulmige Gefühl, das könnte schlechter werden. Und gerade das ist die Situation, in der man bereden muss, was man tun kann. Aber ist das tatsächlich die Situation, in der man sagen kann, wir fassen gar keine Beschlüsse, wir sitzen erst mal zusammen? Beschlüsse fasst die Regierung, das Parlament, das sind diejenigen, die dafür zuständig sind. Aber natürlich müssen in unserer Volkswirtschaft viele andere auch noch mittun. Und zum Beispiel eine Sache wäre mir sehr wichtig, wenn die aus diesem Gespräch, aber auch vielen anderen Gesprächen herauskäme, nämlich, dass wir uns vornehmen, soweit es irgendwie geht, auf betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland zu verzichten und mit den Möglichkeiten und Instrumenten, die wir in der Arbeitsmarktpolitik haben, wie zum Beispiel dem Kurzarbeitergeld, dafür zu sorgen, dass niemand entlassen werden muss, weil es für ein paar Monate, vielleicht auch für eine längere Zeit nicht klappt. Dazu sind die notwendigen Entscheidungen getroffen. Und wenn das alle sich vornehmen, dann wird es, glaube ich, auch Wirkung haben. Aber Herr Scholz, jetzt haben Sie ehrlich gesagt noch keinen einzigen Satz gesagt über das, was dort, vielleicht sagen Sie nicht beschlossen, aber verabredet, für gut befunden worden ist. Wir haben zunächst einmal sehr viele sorgfältige Analysen gehört und miteinander besprochen. Ich glaube, das gehört auch zu dieser Situation dazu. Und es war kein Treffen, bei dem am Ende beschlossen wird, dies machen wir jetzt und das soll die Regierung gefälligst tun. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir das hier machen. Und wir werden noch mehrere solche Treffen benötigen, damit Stück für Stück wir uns auf die Situation vorbereiten, die da kommt. Von der wir ja immer sagen müssen, noch ist vieles gar nicht so schlimm, wie es als Aussicht kommt. In einigen Industrien merkt man aber schon jetzt, dass da Nachfrageeinbrüche da sind, die viel größer sind, als sie vor einem Monat vorhergesagt worden sind. Machen wir es konkret, Herr Scholz. Wann gibt es das zweite Konjunkturprogramm? Wir haben uns in der Regierung vorgenommen, dass wir sehr sorgfältig die Situation beobachten, dass wir schnell und zügig Entscheidungen treffen. Und natürlich wird es
etwa zu dem Zeitpunkt, wo dann auch eine neue amerikanische Administration da sein wird, also Ende der Januar. Punkt sein, dass man guckt, was muss möglicherweise über das hinaus, was wir bisher gemacht haben, noch zusätzlich getan werden. Aber ich finde, dass es schon einen Sinn macht, da mal darauf hinzuweisen, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit beschlossen haben, dass wir eine ganze Reihe von konjunkturstabilisierenden Maßnahmen auf den Weg bringen, die dazu beitragen sollen, dass alle durchhalten können. Dazu zählt zum Beispiel das, was ich eben mit angesprochen habe, die Entscheidung, dass das Kurzarbeitergeld, das für solche Situationen da ist, nicht nur 6 Monate, sondern bis zu 18 Monate zur Verfügung steht, wie ich finde, eine wichtige Sache. Dazu zählt, dass wir bessere Bindungen geschaffen haben für die Handwerker. Dazu zählen bessere Sonderabschreibungen. Dazu zählt, dass wir dafür sorgen, dass die Finanzmarktinstrumente, der amerikanische Präsident ins Amt eingeführt ist. Jetzt würde ich nur gerne noch wissen, in welchem Umfang wird es dieses zweite Konjunkturprogramm geben? Sind das 30 Milliarden Euro? Auch wenn dies eine journalistische Sendung ist, dass Konjunkturprogramme nicht geschrieben werden sollten in den Presseredaktionen oder in den Presseabteilungen der Ministerien, sondern sie sollten dort entwickelt werden, das, was man tut, wo man alles zusammengetragen hat, was an Sachverstand notwendig ist. Und wir sollten auch aufpassen, weil wir müssen natürlich Sorge dafür tragen, dass wir das Geld, das wir einsetzen, dann zur Verfügung haben und für die Dinge, die wir wirklich brauchen. Ein Konjunkturprogramm, das man für einen kurzen Auftritt in den Abendnachrichten geschrieben hat, ist milliardenteurer. Teuer fehlt uns aber möglicherweise als Ansatz, als Handlungsmöglichkeit, wenn wir wirklich etwas tun müssen. Und was wir nicht vergessen sollen, das ist mir auch noch mal sehr klar geworden bei dem heutigen Gespräch, der Staat ist ja nicht nur jemand, der Geld ausgibt. Der tritt ja, wenn er dafür Kredite aufnimmt, was ja alle, die da vor Wochen und Monaten und Jahren vorgewarnt haben, jetzt ununterbrochen vorschlagen. Keiner kann sich mehr zurückhalten mit den Milliarden, wie er sich da überbieten soll. Aber der Staat tritt ja auch als Konkurrent auf für Unternehmen, die sich refinanzieren wollen. Und wenn in so einer Situation wie jetzt die Staaten Europas zum Beispiel und der Welt überall sagen, wir sind gute Kreditnehmer, gebt uns Geld, damit wir es für was anderes verwenden können, kann das auch bedeuten, dass möglicherweise große Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, das Geld zu beschaffen, zu vertretbaren Konditionen, das sie für ihre Investitionen brauchen. Das darf uns auch nicht passieren. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein bei dem, was wir machen. Wir haben eine gute Adresse bei der Bundesrepublik Deutschland, aber wir müssen sie auch als gute Adresse erhalten. Sie haben gesagt und haben das Krisenmanagement der Kanzlerin ausdrücklich nicht kritisiert, sondern Sie haben gesagt, Sie würden die Flinte jetzt vorbereiten, so glaube ich Ihr Zitat, ja, so geht's genau, ohne Ihr Pulver jetzt schon zu verschießen. Was ist denn da für ein Pulver drin? Naja, damit habe ich gemeint, dass man also sich nicht beliebig verschulden kann und dass man genau überlegen muss, wann man schuldenfinanzierte Programme dann wirklich auf den Weg bringt. Ich glaube, bei all der Hektik und auch all der Sorge um die Konjunktur, die ja berechtigt ist, sollte man jetzt einen kühlen Kopf bewahren und noch ein klein bisschen abwarten. Warum? Weil uns die Sache erst mit Verzögerung erwischt. Wir haben eine Verzögerung zum amerikanischen Konjunkturzyklus von etwa 1,5 Jahren. In Amerika ist die Arbeitslosigkeit schon 1,5 Jahre am Steigen. Und wie Herr Scholz richtig gesagt hat, haben wir noch den Tiefpunkt der letzten 16 Jahre. Und in Amerika ist heute die Arbeitslosigkeit schon höher als beim letzten Hochpunkt des Frühjahrs des Jahres 2003 während des Irakkrieges, wo es ganz schlimm war. Das heißt, da ist also wirklich eine Situation, wo man jetzt ein massives Konjunkturprogramm machen muss. In Deutschland ist das noch gar nicht angekommen. Wir sehen das an den Auftragseingängen, die brechen dramatisch ein. Deswegen haben wir ja auch geschätzt, dass das Wachstum negativ wird, -2% im nächsten Jahr. Aber zunächst einmal ist der Export betroffen, es sind die Investitionen betroffen. Und ein Konjunkturprogramm, das wir auflegen, kann ja nicht den Export wieder fördern, nicht? Wir kaufen ja nicht dieselben Güter hier, Maschinen zum Beispiel, die die Chinesen bei uns kaufen. Die können ja die deutschen Konsumenten nicht kaufen, sondern es kommt auf die Zweitrundeneffekte an. Also es wird in Deutschland im zweiten Schritt dann einen Rückgang des Konsums geben, auch durch zunehmende Arbeitslosigkeit, davon muss man ausgehen. Und das sind Effekte, dagegen was tun? Ja, dagegen muss man schon was tun. Und das sind Effekte, die uns aber erst in einem Jahr so richtig voll erwischen werden. Das ist jedenfalls unsere Einschätzung. Und dann ist der Zeitpunkt, wo dieses Konjunkturprogramm richtig greifen muss. Das zweite, von dem Sie reden. Das kann man jetzt meinetwegen schon vorbereiten.
Aber man kann auch das Geld zu früh ausgeben. Herr Kannengießer, finden Sie auch, dass man noch Zeit hat und dass uns die Folgen der Krise erst mit Verzögerung, wie Herr Sinn beschreibt, erreichen wird und wir dann erst nach einem neuen Konjunkturprogramm rufen sollten? Ein solcher großer Tanker wie unsere Wirtschaft, der hat ja sehr lange Reaktionsstrecken. Und wenn wir warten, bis erst alles zusammengebrochen ist, wie beispielsweise zurzeit in der Autoindustrie, und dann mit Maßnahmen kommen, dann wirken die nicht mehr. Das ist ja das Problem und die Kritik in der Vergangenheit an den klassischen Konjunkturprogrammen gewesen, dass sie erst dann Wirkung entfaltet haben, wenn man es praktisch nicht mehr gebraucht hat. Also ich denke schon, dass man sich jetzt auf die wesentlichen Punkte konzentrieren muss und dass es auch richtig war, dass die Regierung ein erstes Konjunkturprogramm gemacht hat. Über die Inhalte, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Da sind vielleicht zwei Elemente, drei drin, die kann man vielleicht gar nicht ein Konjunkturprogramm in dem Sinne nennen. Aber das Signal zu geben, wir tun was, das war richtig. Und es ist richtig, jetzt auch konkret einzuleiten, dass man etwas machen will, was abgestimmt sein muss, zumindest mit den anderen europäischen Ländern, wenn nicht mit anderen Ländern. Das muss zusammenhängend wirken. Also, dass jede Volkswirtschaft alleine, der eine jetzt, der andere im halben Jahr, der eine in einem Jahr. Das ist ja dieses Mal das Besondere dieses Abschwungs und dieser Krise ist ja die Gleichzeitigkeit, dass sie praktisch in allen Ländern der Welt und in Europa gleichzeitig auftritt. Das haben wir in der Form nicht oder nur selten gehabt, dass das in dieser Form gleichzeitig war. Und deshalb muss das möglichst auch in einem Geleitzug sein. Und da kann nicht jedes Land mit seinem Ding angekleckert kommen, weil unsere Wirtschaft, die ist voll eingebunden in die europäische. Also ich meine, es ist wichtig, dass wir eingebunden in die europäische Wirtschaft jetzt Maßnahmen beschließen, dass sie sorgfältig abgewogen werden müssen. Das ist klar, den Eindruck habe ich auch. Aber das muss jetzt erfolgen. Aber im Moment hat die Welt nicht den Eindruck und auch die Europäer nicht, dass wir das sonderlich gut machten in Deutschland. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy wirft Angela Merkel vor. Wir brauchen weitere Maßnahmen. Frankreich arbeitet daran. Deutschland denkt darüber nach. Der britische Premier Gordon Brown fordert unter Anspielung auf die britischen Steuersenkungen, wichtig sei, dass fast jedes Land auf der Welt das macht, was wir machen. Und der diesjährige Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman bezichtigt Angela Merkel und Peer Steinbrück der Dummheit. Denn sie verkennen den Ernst der Wirtschaftskrise und verschwenden so wertvolle Zeit für Deutschland und für Europa. Herr Töpfer, Ihre Parteivorsitzende und Ihre Kanzlerin, unsere aller Kanzlerin, macht sich's gut oder bezichtigt der Wirtschaftsnobelpreisträger Sie zu Recht der Dummheit und der fehlenden intellektuellen Beweglichkeit? Wir sind in den vergangenen Monaten, fast Jahren, sind von Wirtschaftswissenschaftlern so viele Dinge behauptet worden, die sich hinterher als Dummheit herausgestellt haben, dass das ganz sicherlich die Bundeskanzlerin bestens vertragen kann. Das als erstes Mal dazu gesagt. Und zum Zweiten, sehen Sie, aber noch Herr Brown und Herr Sarkozy da. Sie hat mich ja nach der Dummheit gefragt, so, deswegen bitte darauf eingehen. Mhm. Ich habe ja auch Frage beantwortet. Kann ja mal passieren. Dann muss man ganz sicherlich ja dazu beitragen, auch vielleicht mal etwas so das allgemeine Bild, das wir vom Politiker haben, mal wieder zu rekapitulieren. Bisher wurde dem Politiker mal vorgeworfen, die gehen segnend durchs Land und geben Geld aus, machen Wahlgeschenke. Nun sind wir bald bei der nächsten Wahl. Es wäre ja eigentlich für Politiker außerordentlich attraktiv, jetzt hinzugehen und Konsumgutscheine zu verteilen, Steuersenkungen zu machen. Wenn also jemand da hinkommt und sagt, diesen leichten Weg gehe ich nicht, dann habe ich zunächst mal Respekt. Da bin ich schnell immer der Meinung, da müssen wir drüber nachdenken. Aber Herr Töpfer, wenn das Konjunkturprogramm dann im Frühjahr käme, ist man doch näher dran an der Wahl. Aber insofern ist das genau Ihre mein These. Mein Punkt geht ein Stück darüber hinaus. Sehen Sie, wenn ein Haus brennt, dann muss man löschen. Da kann man nicht fragen, wer hat es angezündet, was ist der Grund dafür. Da kann man auch nicht fragen, ob das Löschwasser mehr Ärger macht als der Brand. Und es brennt lichterloh bei uns in der Wirtschaft, es brennt lichterloh im Bankensystem. Und da kann man jetzt nicht fragen, wer hat es verursacht. Und deswegen kann man jetzt darüber nachdenken, wie schnell und wie intensiv muss gehandelt werden. Aber wenn wir das tun, und deswegen ist das Konjunkturprogramm auch dafür zu nutzen,
wenn wir es tun, ohne zu bedenken, was denn die Ursachen dafür waren und eventuell durch das Konjunkturprogramm genau diese Ursachen wieder weiterführen, dann komme ich zum Ergebnis, dann lass uns bitte noch ein bisschen warten, darüber nachdenken und dann so gezielt investieren, etwa auch unter dem Gesichtspunkt, wo schaffen wir die besten Arbeitsplätze, wie erreichen wir es, dass durch diese Sache auch in Deutschland Wiederbelebung ist. Denn man ist ja selbst Ökonom. Man hat immer gehört, wir sind eine offene Volkswirtschaft. Wenn Sie den Konsum stärken, stärken Sie im Zweifel zunächst mal die Exporte aus China und die Exporte von anderen Konsumindustrien, aber doch nicht Arbeitsplätze in Deutschland. Immer haben wir gehört, es sei entscheidend, dass wir die Nachfrageseite stärken, dass wir den Standort Deutschland stärken. Urplötzlich gehen wir andersrum. Also zusammengefasst, mir geht es in einer solchen dramatischen Situation nicht darum, wer den Wettlauf gewinnt, am schnellsten irgendwelche Konjunkturprogramme mit vielen Milliarden aufgelegt zu haben, sondern mir geht es darum, wer wird dieses Geld, und das ist das Geld aller unserer Bürgerinnen und Bürger, auch ihr Steuergeld und meins, der das so gezielt einsetzen kann, dass der Konjunktur geholfen wird und etwa solche Dinge wie soziale und ökologische Probleme auch mit bewältigt werden können. Und dann werden wir mal sehen, wer dann noch Dummheit sagt und wer sagt, Gott sei Dank haben sich wenigstens die Zeit genommen und sind nicht hektisch geworden. Frau Dittfurth, wie beobachten Sie all das und wie würden Sie sagen, meistert Angela Merkel und die Bundesregierung die Wirtschaftskrise? Also, all das ist natürlich, ich kann es nicht zu allem, was hier angesprochen wurde. Müssen Sie nicht. Ich bin nur immer wieder fasziniert von der Art, wie Sprache benutzt werden kann, um Interessen zu tarnen. Das entzückt mich jedes Mal. Also zu hören, wir haben uns da alle gut verstanden bei dem Treffen heute Abend, da kriege ich eher einen Schauer, weil ich dran denke, wer da zusammensitzt, sozusagen Kapitalvertreter mit Gewerkschaften, auch der, in der ich bin, Verdi und anderen. Natürlich geht es da um Zähmen und natürlich geht es darum, um den Appell an die sogenannten Gemeinsamkeiten, die ja wirklich, wir wissen, gar nicht existieren. Und natürlich soll jetzt nicht deswegen, weil Ruhe so schön ist, sondern weil die Bundestagswahlen dummerweise erst im September sind. Es muss jetzt auch mit den Mitteln der Propaganda, der Diskussion, der Befriedung und der Einbindung muss verschleppt werden. Weil das, was an Krise ausbrechen wird, wird so gewaltig sein. Und das große Problem wird sein, wie kann man das so dosieren, dass man in diesem Land keinen Aufstand kriegt, keine Rebellion, keine allzu große Unruhe. Das heißt, man muss versuchen, einen möglichst großen Teil der Mittelschicht zu retten. Ein Teil davon wird abstürzen und betroffen. Wem nützt, wer sind die Opfer? Die Opfer sind natürlich die Hartz-IV-Leute, die ihr in eurer SPD-Grünen-Koalitionszeit geschaffen habt. Das sind auch die Leiharbeiter, die es gar keinen Schutz haben, aus irgendwelchen Gründen nicht entlassen zu werden, weil man sie jeden Tag einfach nicht holen braucht. In Massen wird das so sein. Es wird aber auch betreffen Klientele, etwa der SPD, wie Facharbeiter. Es wird betreffen einen großen Teil von Migranten. Es wird eine ganze Menge Leute betreffen, die jetzt noch nicht ahnen, dass sie damit gemeint sein können, sondern die glauben, das geht an ihnen vorbei und trifft vielleicht, was es auch tun wird, mit einer unglaublichen Gewalt natürlich große Teile der Dritten Welt oder sogenannte Schwellenländer. So wird das ablaufen. Kein Mensch von uns weiß den genauen Verlauf, aber es wird reinschlagen. Und im Moment geht es darum, der Öffentlichkeit vorzumachen, dass man es doch gut abfedern kann, dass es nicht so schlimm laufen wird. Und in diesem Konglomerat von, wie ich es nenne, Propaganda, gehen natürlich Einzelinteressen, die aufeinander knallen, die vermittelt werden müssen. Die Banken kriegen plötzlich Geld. Da ist natürlich sozusagen Metallverband und andere wollen da auch gerne ran und jammern deswegen also jeden Tag noch ein bisschen mehr. Da geht es um Kreditbedingungen, um Zinssätze, darum, dass es eine Kreditklemme gibt. Man will von dem Geld auch was haben. Aber die Frage, wo kommt das Geld her? Dieses ganze Geld kann überhaupt in diese großen, gefräßigen Rachen nur geschmissen werden, weil es unendlich vielen Leuten weggenommen wird, indem ihre Lebensbedingungen noch schlechter werden und alles, was wir an zögerlicher Ökologiepolitik oder ein bisschen Klimaverbesserung, wir hatten gleichzeitig in einer jetzt schon einer Geschwindigkeit mit abgerufen.